24 schon, das geht. Ich höre ihn da, aber der ist da nicht. Und Level up. 25. Ich glaube, wir haben echt von allem jetzt gerade mal genug. Wobei, wenn man einmal am Sammeln ist, dann will man immer mehr haben. Weil beim Quad kann ich mir gut vorstellen, dass es immer noch nicht reichen wird für unser Bauprojekt. Jetzt auf jeden Fall hier das Quarz, was wir noch sehen, mit. Wir fangen keine neue Baustation irgendwo an. Das wäre sehr fatal. Den Quarz möchte ich noch weitestgehend mitnehmen. Ich weiß auch nicht, wie groß unser Schwimmbecken wird, oder unser Schwimmbecken, eher gesagt. Nicht nur das eine, sondern die mehreren. Deswegen, man kann nie genug haben. Hier ist noch eine ganze Ecke, da ist nochmal Gold. Ich glaube aber, Gold lasse ich jetzt mal liegen. Ne? Nehmen wir nur das Quarz noch mit. Sonst passt das Quarz gleich nicht mehr in die Flasche rein. Ah, komm hier hoch. Mal wie viel Quarz da noch hängt. Boah. Schön viel Quarz für uns. So, EPs sind schön. Ist halt ein Nebenprodukt von dem Farmen. Gar kein Thema. Wo ist er? Da ist er. Ja, ist natürlich klar, dass ich den nicht getroffen habe. Absender. Dankeschön. Dafür, dass ich schon fast gestorben bin. Ja. Dabei wollte ich nur hier das Quarz abbauen. Ja. Ich sag ja, der vernichtet alles. Also gut, dass wir hier keine Netherit-Blöcke eben genommen haben für unsere Konstellation. Weil so ein Gast, der macht es mal eben weg. So, das sammeln wir jetzt noch ein und dann gehen wir eben in den, ich würde auch sagen, in den Spectator-Modus und suchen unser Tor, weil sonst finde ich das wahrscheinlich nie wieder. Schreibe das an, ja. Game Mod. So, wo haben wir denn unser Tor? Das Tor hier unten irgendwo. Ist hochgegraben, hochgebaut.
ich weiß, dass wir hier das hier irgendwo gesehen haben. Ja, allzu weit von da war es wahrscheinlich nicht weg. Jetzt würde uns eine Karte sehr helfen. Waren wir von hier irgendwo? Was von hier irgendwo gesehen, diese Stadt? War eigentlich nur zurück nach Hause. So, diese Fluginsel hatten wir im Sichtbereich gehabt. Ist nur die Frage, von welcher Seite her. Oder hat man die gesehen? Da war es eine andere. Oh Mann, ey, ich glaube, ich finde nie wieder zurück. Doch, hier unten. Schaut mal. Ha! Schaut mal hier unten. So, was können wir machen? Gamer Mod. Survival. Survival! Hallo! So, hier können wir jetzt jede Menge Goldbarren machen. 59 Goldbarren mal ebenso. Mal die Goldklumpen mitnehmen. Noch mehr Goldbarren machen. So, wir haben noch ganz, ganz viel Quarz. Sehr schön. Wir haben ganz viel Glowpulver. Quarzblock. Mal ganz viele machen. Ist das jetzt in sein Ernst? Der hat den auch getroffen. Der hat den voll getroffen. Ey, der schießt zweimal und haut ab. Feigling. Ah, er kommt wieder. Ja, wir sollten hier... Oha, der hat den Zorn abgefackelt. Okay, ja, ja. Will ich ja mal so gar nicht. Ah, der hat das komplett abgebrannt. Okay, dann lassen wir das erstmal so zu. Wir müssen einen Zaun mitnehmen für den Notfall. Falls sowas nämlich passiert. Und der uns die Zäune abfackelt. Okay. Ja. Würde ich sagen, die schmeiße ich jetzt erstmal weg, weil die will ich gar nicht irgendwo verbauen oder brauchen. Mein Gott, ich passe auch durch keine Tür durch. Also. Genau, das Zeug, was ich mitnehmen möchte, nehme ich mit. Das Gold bleibt hier, das nehme ich mit. Das kann erstmal hier bleiben. Seensand weiß ich nicht, ob ich den jetzt brauche, aber erstmal auf Wiederschauen. Gott sei Dank haben wir es eingezogen. Ja, ich würde sagen, ich gehe noch mal schnell Bibi machen. Ich weiß, das ist gerade im Moment viel, aber ich habe ja auch 3 Tassen Kaffee getrunken. Und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. Genau, bin gleich wieder da. Jetzt nehmen wir uns hier.
Nee. So, da gucken wir doch mal, dass wir die Sachen gerade mal loswerden. Ich nehme noch mal ein paar Äpfel mit. So, wir haben jetzt ganz viel Glowstone. Wir haben ganz viel Quarz. Gott sei Dank. Wir haben ganz viel Leder, ganz viel Papier. Wir haben Quarzstein, den pack ich mal eben hier mit rein. So, Fäden hatten wir hier unten drinnen. Ah, jetzt habe ich die Goldklumpen mitgenommen. Okay, packe ich die Goldklumpen erstmal hier hin. Nethra-Quarz packen wir auch erstmal hier rein. Pfeil der Stärke, Spektralpfeil packen wir auch erstmal hier mit rein. So, Fackel nach hier oben, das eine Buch packen wir gleich woanders hin. So, Leuchtstein. Leuchtstein neben Leuchtstein erstmal. Und Quarz neben Quarz. So nämlich. Quarzpulver hat man, glaube ich, hier unten noch was drin, ja. Wo tun wir gleich woanders hin? Die Enderperle können wir hier rein tun, das verrottete Fleisch können wir da rein tun und die Eisenklumpen hier hin. Genau, das Buch tue ich nachher weg. Das packe ich wieder zu den anderen Villagern. Hallo, Mr. Eisengolem. Ja, ich bin befugt, hier drauf zu gehen. Dürfte ich? Dankeschön. So, Buch hier rein. Sehr schön. So, Stadt wächst und gedeiht. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Schauen uns jetzt hinten noch mal an, dass die Bäume auch gewachsen sind, wie sie gewachsen sind, weil dann im blöden Fall müssten wir sie nämlich, ich bin immer noch im Heilungsmodus, müssten wir sie natürlich abreißen und neu setzen, wenn sie zu klein geworden sind. Guck mal, schön groß, ja, ja. Hier kommt das Schwimmbad dann. Der ist echt schön gewachsen, finde ich. So, der ist schön hoch. Schaut mal, da haben wir einen kleinen Kümmerling. Ja, der muss weg. Der muss weg. Alles was. Nein, jetzt habe ich da Gras kaputt gemacht. Also es gibt leider keine Garantie, dass es immer ein hoher Baum wird, wie ich gedacht habe. Aber egal. Wir können ja abholzen und neu setzen. Genauso wie der kleine Kümmerling. Weg. Ja. Mal schön ineinander zusammen. Er ist noch gar nicht gewachsen. Inzwischen habe ich keinen geparkt. Okay. Kann man das direkt ganz weg machen und dann
mal direkt neuen Pflanzen. Diese Kostke mal da das gehen. Ich denke mal, wäre eh nicht zusammengefallen, weil der hier in der Laterne gegangen hat. So schnell weg. Und direkt wieder neuen Pflanzen. Etwas anders wird gecheatet, sag ich mal. Aber wir wollen ja schöne Bäume hier haben, nicht so kleine. Obwohl das theoretisch gesehen vielleicht auch schon gemütlich wäre. Wir können auch mal hingehen und uns quasi statt Zäune auch Hecken irgendwo hin machen, noch weiterhin. Aber das würde ich alles nach und nach eher machen. Da müssen wir mal gucken, wie da die Lust und Laune ist von mir, das so zu machen. Muss man nicht. Ha, alle wach, hoffe ich jetzt. Aber wir haben gleich schon, oder wir haben 16 Uhr schon, what the fuck. Aber ich bin jetzt seit 2 Stunden live. Gefühlt haben wir 10 Uhr gehabt, wo ich angefangen habe. Anscheinend ja nicht. Und ich kann mich immer noch nicht hinlegen. Okay, der Baum ist noch nicht gewachsen. Da ist noch kleiner, der muss weg. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt können wir uns aber hinlegen. Ich bin jetzt mal so geizig und sag mal, beziehungsweise so spendabel der Welt gegenüber, sag mir, okay, der Apfel, der da oben liegt, ist mir egal. Ich kann es mir leisten, den Apfel da oben liegen zu lassen. So, der ist eigentlich auch nicht so schön, ne? Weg mit dem. Wir wollen große Bäume. Ganz große Bäume. Wir könnten sie auch alle selber gestalten, indem wir hier einfach die Dinger abschneiden und selber hochziehen. Oder selber mit, wie heißt es? Selber dran pflanzen und ein angeblich natürlichen Baum kreieren, würde ich aber doof finden. Dann lieber wild gewachsen, aber zumindest so. Minimum. Das ist die einzige Anforderung, die ich an die Bäume hier habe, dass sie hochwachsen. Deswegen, ihr zwei, wenn ihr groß werdet, macht es nicht so wie der da hinten, sondern werdet richtig groß. Ja, der ist aber auch nicht sehr viel höher. Nee, der muss auch weg, auch wenn er zwar einen Seitenast hat, aber der ist auch nicht viel höher. Es tut mir leid. Baum, damit gewinnst